Ist langweilig. Viel zu leer, zu klein. Ah, so ist doch schon viel besser. Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Ja. Entschuldige mich mal kurz einen Moment. Ich muss vielleicht ein passendes Bild für meinen nächsten Thumbnail hier vorbereiten. Leider kann ich nicht die Kamera so. Ja, der einzige Moment, ich Probleme habe, ist das eh. Da ja, werde ich ausgiebig machen. Ja. Ich glaube, man sieht, ich war ein bisschen beschäftigt in den ganzen Folgen, wo ich nicht hier war. Und ja, ich habe fast die maximale Größe, die ich bauen kann, ja ausgenutzt, um das hier alles zu bauen. Und das hat scheiße lange gedauert. Ja, natürlich, all meine, und ja, das Wie passiert halte hin ich und mich da wieder. aus? Ich habe all meine Gefährten hierhin platziert, bis auf Piper, weil ich glaube, die will mir irgendwie noch was sagen. Und ja, deswegen konnte ich mit der auch so wenig sprechen, weil ich vielleicht ja alles zeigen und so. Und ja, Strong habe ich hierhin platziert, weil der geht immer auf die Laborstation los und der redet die ganze Zeit. Deswegen habe ich den weit weg von meinem Haus hier platziert. Ja. Schön. Dann führe ich euch mal rum. Ich habe natürlich hier zwei Hundehütten für meine Hunde hier eingepackt, einmal für Dogmeat und einmal für Shelly, keine Ahnung. Gut, wo fangen wir denn an? Gehen wir mal, weiß ich nicht, von links oder von rechts. Von rechts hat man gesehen, aber links ist eigentlich genau das gleiche. Hier habe ich mal was geändert früher, weil erst war hier, weil ich nicht so kreuzförmig, ja, McCree fällt die ganze Zeit darunter. Erst war ja so kreuzförmig alles, weil es so schwer zu bauen. Dann habe ich einfach hier so ein paar Betondinger hier einfach hingestellt. Einfach riesig hier. Damit das ein bisschen Platz spart, weil ich hätte immer irgendwie Probleme mit dem Platz, was ich da hinbauen soll und so. Und ja, man kommt hier direkt rein, wird direkt hier vom Klo begrüßt. Das heißt, wenn hier jemand auf dem Pott sitzt und jemand kommt gerade rein, dann unangenehm. Aber Türen kann man leider nicht so bauen. Den kann man hier nur so am Anfang bauen, das ist alles so unnötig komplex hier mit dem Bauen. Und ja, hier habe ich ein paar Betten für mich und meine, also nicht für mich, für meine Begleiter. Ich habe da oben ein eigenes Zimmer. Hier habe ich eine Glotze, die zwar funktioniert, aber keinen Kanal anzeigt, weil warum auch? Ja. Ach, du bist schon wieder heruntergefallen. Ja, das passiert manchmal. Ich habe auch den goldenen Grashüpfer, den ich mal gefunden habe, irgendwann hier irgendwo platziert und den finde ich nicht wieder. Okay, dich muss ich von unten anscheinend nehmen. Ja, manchmal fallen die Gegenstände hier so durch den Boden. Ist ein bisschen nervig. Mein Gillipup Buttercup. Habe ich hier so hin platziert. Mein goldenen Grashüpfer hatte ich irgendwo hier hin platziert und der ist einfach weg. Weiß nicht, wo der ist. Aber ja. Ja. Natürlich mein eigenes Pony hier haben. Das über mich wacht hier. Ich taufe dich auf den Namen Princess Twilight Sparkle. Nur ohne Horn und Flügel. Okay. Hier habe ich ein paar Schränke hingepackt.
habe ich meine Klamotten, meine Hüte, alles da reingepackt, weil, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Ordnung zu schaffen, wenn die weg sind. Ich habe gehört, irgendwie, wenn man Sachen einlagert oder so, dann glitschen die sich irgendwie weg oder so, wie bei Grashüpfer, den ich irgendwo hier hatte. Ja, irgendwo, wenn ich hier die ganzen Sachen entfernen würde, wahrscheinlich wieder auftauchen würde, aber lass mal das. Natürlich mein Schädel sein oder nicht sein. Und ja, tu trotzdem einfach ein paar Sachen hier einlagern, kann ja nichts passieren. Ich habe ja auch eine Truhe, aber da ist nichts drin. So, hier mal Mr. Gutsy Modell. Ich habe ja noch eins. Das habe ich, glaube ich, noch im Inventar. Gucken wir mal. Da würde ich halt auch gerne allein stellen. Ja. Vielleicht solltest du das wieder aufheben. Aber zeig mal. So. Da habe ich zwei Mr. Gutsys, geil, ne? Und Spielzeug außerirdischen. So, ja, das ist interessant. Das konnte man sich auch bauen. Ein Wackelpuppenständer. Kann ich hier leider nicht die Mr. Gutsy Figuren reinstellen. Wäre irgendwie schade gewesen. Wie viele haben wir? Wir haben 3, 6, 8 Stück haben wir. Schön, ne? Wahrnehmung und da oben müsste Charisma sein, obwohl das hier nicht drin steht. Ja, Charisma. Ja, ich mal einfach meine ganzen Holobänder rein sortiert. Ich habe ja wieder ein paar neue bekommen, glaube ich. Was wollte das eifrigen Ernies? Du kannst keine Schlüssel ablegen. Ja, okay. Das wäre was anderes. So. Und der ist irgendwo rausgeflogen. Oder drin, er weiß nicht. Was habe ich hier drin? Ach ja, hier habe ich so ein paar Quest-Sachen, alles was so in Diverses ist, weil wenn ich alles mit mir rumschleppe, dann weiß ich nicht, geht meine ganze Orientierung flöten. Hier haben wir einen Zeitschriftenständer, wo ich meine ganzen Zeitschriften reinpacken kann. Fand ich auch sehr gut. Dann mal auch direkt wieder ein paar neue reinpacken. Ich habe ja auch wieder welche bekommen. Wie unglaublich, die unglaublichen Geschichten oder irgendwie sowas, ne? Weil ich muss ja auch ein bisschen Platz schaffen, weil sonst geht das hier alles verloren. Eine kleine Leseecke, die MacReady sich hier schon einverleibt hat. Natürlich ein Kissen, Wecker, genau wie bei mir zu Hause. Der Wecker ist bei mir im Bett. So, hier habe ich eine Flagge für die Railroad. Außerhalb hier habe ich noch eine US-Flagge. Und irgendwo habe ich noch eine Bruder. Ach ja, ich weiß, wo ich die Bruderschaftsflagge habe. Ja, hier gibt so ein paar Sachen zum Hinhängen, Dekoration, sieht auch schön aus. So, ich will mal alle Kugeln hier so sammeln und die alle in den Billardtisch mal verteilen. In den Billardkugel, Dreieck und in Bowlingkugel, weil ich habe zu wenig Kugeln. Da ist auch alles verkabelt, damit ich auch Strom habe und Licht und all so was, weil da ist richtig dunkel, wenn hat hier nirgendwo Licht irgendwo an ist. Deswegen, ja. So, gehen wir weiter nach oben. Und da haben wir meine ganzen Generatoren. Ich habe 4, 5 Generatoren da drin, ne? Alle sehr groß. Meine Werkbank ist hier drin, meine Powerrüstung, Ständer, Station ist hier. Gut, ne? Hier habe ich so einen kleinen Ausguck und. Oh, da dreht sich nicht mehr. Das hat sich mal irgendwann automatisch gedreht. Schade. Hier so ein Ausguck mit wunderschönem Blick auf Sanctuary, das noch nicht mal annähernd so awesome aussieht wie mein Ort hier. Ah, schön. Dann baue ich mal kurz eine Leiter oder so. Aber eine Treppe, meine ich. Damit ich da kurz hoch kann. Hier war das. So. Ganz schnell hier eine Treppe. So. Der EA. Und deswegen bekomme ich auch immer so offscreen ein paar Level-Ups und so und so. Und das war ein Spaß hier. Ein paar Scheinwerfer und also was hingebaut. Und dann musste ich hier alles verkabeln, damit die ganzen Schriften hier auch leuchten. Man kann die auch einfach ansprechen, dann werden die alle, ja. Dann ändern die alle ihre Farbe, was ich auch gut fand. Ich dachte ehrlich gesagt, das muss ich alles so per Computer und so machen. So, alles Generatoren, alle tun irgendwie so 10 Strom und so produzieren, muss ich alles verkabeln. Und ja, habe ich, weiß nicht, so einen halben Anfall bekommen. So, weg damit wieder.
Ja, hier habe ich meine Power Armor, mein Power Armor Lager, sag ich mal, wo ich bis jetzt alle Ställe habe. Apropos Power Armor, da komme ich gleich noch mal drauf, auf was zurück. Ja, warte, ich habe hier T45, hier habe ich eine Radar Power Rüstung. Hier habe ich eine Radar Power Rüstung 1, ja, Nummer 2, glaube ich. T51 und T60, das ist, glaube ich, stärkste im Moment. Und ja, man kann sich in Diamond City auch welche kaufen, aber weiß nicht, das ist irgendwie, ich glaube, verschwendetes Geld. Ich habe natürlich die ganzen Fusionskerne rausgenommen, wenn nicht irgendjemand sich an die Dinger hier vergreift. Ich könnte ihn aber, glaube ich, sagen, dass der da Aufgepasst. reingehen soll, Brauchst du ne? was? Geil. Mal gucken, vielleicht komme ich darauf zurück irgendwann. Ja, hier die Flagge der Bruderschaft. Und ja. Da ich sowieso irgendwann mal eine finden werde, komme ich auch gleich zurück, darauf zurück. Wenn ich keine 2500 Kronkorken oder so verballern für so ein Gestell. Ja, und das war's von meinem Haus hier. Finde ich, ist mir sehr gelungen. Ich mich mal selber loben darf, aber weil ich die Arbeit, die da drin steckte, vor allem ist halt alles bei mir, muss alles im Schutz sein, das war die Hölle. Vor allem, bis ich irgendwie, das hat ja alles so damit angefangen, dass ich hier oben im Haus gebaut habe. Da ist irgendwie so eine kleine, ne, nicht eine kleine Plattform, aber irgendwie hier so die ganzen Dinger habe ich die erstmal alle abgezählt und geguckt, wo ist hier ungefähr die Mitte. Da ist auch so halbwegs auch irgendwie gut aufgekommen so. Also sieht Dogmaid übrigens jetzt aus. Ich habe den so eine Hunderüstung gegeben, sehr geil. Hier kann ich leider nichts geben. Und ein Halstuch. Ich habe geplant, jeden ein anderes Halstuch zu geben. Ich trage immer ein grünes Halstuch. Ich glaube, Kate, wo ist sie? Upp. Hier bist du. Mit so einem Knochenhalstuch. Er kann, glaube ich, gar kein Halstuch tragen, habe ich mal versucht. Finde ich sehr schade. Ich wünsche mir nur ein bisschen, die würden so ein bisschen in dem Haus interagieren. Ich habe da, ich muss da mehr Stühle reinpacken. Dann haben die was zu tun, die wollen ja einfach nur immer sitzen. Und der Generator ist eigentlich nur da, um hier die Lichter anzumachen. Das ist auch irgendwie geil, man muss die nicht irgendwie verbinden, man muss einfach nur in der Nähe irgendwie die Lichter haben. Die Dinger hier, das sind so Verbindungsdinger. Ja, vielleicht kommt hier noch was rein, das sieht ein bisschen leer aus. Ja, ich bin auch schon fast aufs Maximum hier, was ich hier bauen darf überhaupt an meinen Häuschen. Und ja, ich weiß nicht, das hier sieht nicht an aus, als wäre es an, das er auch nicht. Aber aus irgendeinem Grund kommt hier Licht da, so muss das aussehen, wenn da leuchtet, aber trotzdem kommt hier irgendwie Licht, das verstehe ich irgendwie nicht. Ah, schön, ne? Also hier kann man sich doch, weiß nicht, niederlassen. Ich glaube, ich habe eine bessere Beteiligungsanlage als die meisten Leute hier. Vor allem alles aus Stahl. Aber ich werde hier nicht angegriffen, also irgendwie, das finde ich irgendwie schade. Also nirgendwo greift mich hier jemand an. Hier und da kommt mal so ein Raider oder so. Ich glaube, irgendwie vor der Aufnahme ist mal einer noch aufgetaucht. Aber da hat sich irgendeiner meiner Begleiter sich drum gekümmert. So, ach ja. Ich glaube, habe ich noch nicht gezeigt. Geschütztürme sind hier auch noch ein paar. Einmal hier und einmal da auf der anderen Seite. Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass mich irgendjemand angreift. Wenn ich irgendwann mal die Dingens finde, aus dem Titelbildschirm, die Tankstelle, dann werde ich wahrscheinlich das Ganze nochmal bauen. Je nachdem, wo das ist und wie groß der Ort ist und was weiß ich. So, das hier hat, weiß ich nicht, ein bisschen Spaß gemacht. Ich finde nur das eh irgendwie doof, aber wie willst du, ich habe dazu von der Größe so abgestimmt, wie willst du irgendwie hier raus ein E machen. Also auch so eine Form irgendwie geht irgendwie nicht. Ja, am besten jetzt noch so ein Thumbnail. Blöd ist, ich kann nicht irgendwie die Kamera so ändern, weil das wechselt dann immer hier in den Baumodus. Das ist voll doof gemacht. Weiß nicht, wie ich das mache. Ich werde aufs Screen irgendwie ein Thumbnail oder so schießen. Dann mache ich das. Okay. So. Genug vom Haus hier gezeigt. Jetzt werde ich auch immer hier hinkommen und irgendwie so ein großes Geheimnis zu machen.
Hat Spaß gemacht, das ganze Ding zu bauen. Und ja, weil ich bin auch so eine Person, ich könnte damit noch Stunden. Ich vergesse echt die Zeit, wenn ich irgendwie an mein Haus baue. Ich denke irgendwie so, ich bin nur eine Stunde oder so am Bauen und dann weiß ich nicht, komme ich da irgendwie zurück und dann sehe ich, ich habe 3, 4 Stunden irgendwie verbracht, das Ding zu bauen. Also so Kleinigkeiten, nicht das ganze Ding. Das ganze Ding hat irgendwie, weiß ich nicht, schon 2 Wochen oder so gedauert. Vor allem materialmäßig und all sowas. Ja. Das ist auch meine Minecraft-Spiel-Logik. Ich bin nicht so eine Person, die in Höhlen reingeht oder Erze sammelt oder so. Ich bin einfach nur so eine Person, die baut. So, wir gehen jetzt noch mal dahin zurück. Weil da war eine Raider-Rüstung. Der war, hupsala, aber nicht interagieren konnten. Jetzt habe ich aber, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, noch mal versucht, mich dahin zu porten und dann konnte ich da mit agieren. Das Komische ist aber, wenn ich da versuche, die Power Armor zu benutzen, dann gilt das als Stehlen. Also was? So, hoffentlich klappt das hier wieder. Weil die würde ich dann doch gerne haben. Ja. So, nehmen wir den 100er Fusionskern raus und tun irgendeinen schon gebrauchten hier. So, bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn ich da raus aus der Wand komme. Erinnere mich dran, mich nicht mit dir anzulegen, wenn du in dem Ding bist. Keine Animation. So, wie sieht denn das aus? Cool, ne? So, und die tun wir jetzt in meine Dingens rein, in meine Basis. Jetzt geht's wieder zurück zu meiner. Sehr gut, ne? Ich glaube, mehr wird hier auch nicht mehr passieren. Ich werde jetzt vielleicht mal das Ding platzieren und einige Teile austauschen. Weil die besteht jetzt, glaube ich, nicht nur aus Raider 1 oder nur Raider 2 Power Armors. Ich habe das so gemischt. Und lass mich raten, wenn die nicht irgendwie in der Wand letztes Mal festgehängt hätte, dann wäre bestimmt irgendwie dieser Veteran da reingegangen, ne, und hätte mich fertig gemacht in dem Ding. Aber jetzt kann ich das locker benutzen. Geil, ne? Ja, guckt euch das an. Das Ding, meine Twilight tut die ganze Zeit hier sich in den Boden glitschen. So. Der war so ein bisschen mittig. So. Geht immer noch als geklaut. Ja, ist halt immer noch gestohlen dann. Bin ich auch blöd. So, das ist jetzt für irgendwas, wenn ich eine neue finde. Bis jetzt habe ich nur 5 verschiedene Sachen hier. Raider Power 2 Torso. Power 2 rechter Arm. Aber habe ich schon rechts Bein. Ja, war's. Soll natürlich genau die gleichen sein, ja. Dann Raider Power normal. Power Helm. Linker Arm habe ich auch. Linkes Bein. Power Torso, okay. Also jetzt der Unterschied, die sehen irgendwie gleich aus. Ein bisschen. Ach, jetzt ist das nicht mehr geklaut. Gut. Raider Power Helm. Weiß ich nicht. Ist ja schon besser? Nee, ne? Raider 2, rechter Arm, könnte sein, dass das irgendwie verbessert theoretisch schon sind. Rechter Arm. Weiß auch gar nicht, ob ich schon mal von irgendeiner Power irgendwas verbessert habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, weil ich noch nicht Dingens voll ab hier. So, eine haben wir jetzt noch auf Dingens. Ich habe noch eine ganze T60 Power Armor, also die stärkste, die ich im Moment habe. Weiß gar nicht, was ich damit machen soll. So. Seht ihr mal, was ich immer offscreen mache, wenn ich gerade nicht am Aufnehmen bin? Einfach meine ganzen Sachen hier immer reinpacken. Der Raketenwerfer, ja, der tut hier die ganze
Ganz Gewicht hier fressen. So. Was noch? Irgendwann wollte ich noch mal. Ach ja. Hier sind ja meine ganzen Materialien und so. Erstmal gehe ich aber schlafen, weil wegen Erfahrungsbonus. Und dann ziehe ich meinen Laborkittel mal an. Wegen Erfahrungsbonus. Er gibt irgendwie 2 Punkte auf Intelligenz und ja, höhere Intelligenz bedeutet mehr Erfahrungspunkte. Deswegen sind zwar nur wenige, ey, gehst du da weg? Sind zwar nur sehr wenige Erfahrungspunkte, aber das stapelt sich an, ne? Wenn ich das bei jedem Mal mache, ne, wird es das schon lohnen. So, wo ist hier Lorenzos Artefaktpistole? Ach, da brauche ich 4, verdammt. Aber das hier können wir schon mal machen. Ah, da brauchen wir auch Level 4, Mann. Alles gar nicht so weit und upgraden. So, 15 Erfahrungspunkte. So. Du sollst das doch nicht jetzt hier. Ach, tue ich jetzt mal. Fernbeziehung, Erlöser, Gerechtigkeit. Mehr kann ich auch nicht mal. Ich dachte, ich kann schon hier so ein bisschen was machen. Aber nö. Ja, geile Aussicht, ne? So, was machen wir denn noch in den nächsten 8 Minuten? Gar nichts, ne? Ich habe mich auch gar nicht darauf festgelegt, was ich irgendwie, nachdem ich hier meinen Hauspreis gebe, machen soll. Wupp. Ah ja. Gehen wir noch mal zu dem Hotel hin. Gucken, ob da noch irgendwas ist. Ja, noch so ein, zwei Orte. Müssen wir nirgendwo reingehen. Aber schon mal irgendwo hingehen. Schön. Ich habe schon irgendwie gesehen, wie Leute, glaube ich, irgendwann bei Facebook oder so gesehen, so ein Post. Die Macher von Fallout irgendwie so was gezeigt haben. Und ja, habe ich jetzt nicht das Video angeguckt von, aber da hat auch jemand aus der Red Rocket Rush irgendwie so einen riesigen Turm oder so gemacht. Das könnte ich vielleicht auch mal irgendwann machen. Also langweilig ist halt mit dem Bauen ehrlich gesagt nicht so, finde ich. Man braucht halt nur Materialien, wie blöd. Oh, hallo. Vielleicht hätte ich nicht hier hingehen sollen. Was bist du denn für ein... Ach so, der sah irgendwie voll buff aus, so von oben. So ein Tank. Din, din, din. Din, din, din. Boah. Warum kommt nicht Left 4 Dead 3 raus? Ich bin gerade so durchgesuchtet. Ich hab Left 4 Dead 3 so durchgesuchtet. Ich bin so 200, 300 Stunden oder so. Den zweiten Teil davon. Und ja, das war abnormal, wie oft ich das gezockt habe. Ich habe an dem täglichen Maß gezockt. Nein, ja, hat auch Bock gemacht. Deswegen soll Left 4 Dead 3 mal rauskommen. Ernsthaft, von Dead Rising machen sie den dritten Teil, der überhaupt nicht gut ankommt, aber von Left 4 Dead, hallo? Dann lassen sie links liegen. Also jetzt so im Vergleich mit anderen Zombie-Apokalypse-Spiele, ne? Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Oder das beste Zombie-Apokalypse-Spiel wäre wahrscheinlich hier Days, ne? Weil Left 4 Dead ist das, was am meisten Bock macht, so. Und ja, der mir hier nicht zustimmt, es war seine Meinung, aber ich habe recht. So, da haben wir eine Ort, da haben wir ne Ort. Da haben wir eine Ort. Aber ich möchte jetzt nirgendwo reingehen. Da. Irgendwo war nur hier eine Kirche, glaube ich. Ich da nicht reingehen. War ein Blitz, ne? Keine Schüsse. Netic Banks. Okay, wie Musik auf einmal so umgeschaltet hat, hat mich nervös gemacht. So ein bisschen wie Days ist das Spiel ja schon, ne? Nur halt mit mehr als nur Zombies. Hallo?
Nee. Da kommt jetzt der Kronkorken wieder. Oder der Big Boy, genau, der Big Boy. Das ist so früh. Ich dachte, die würden länger brauchen, um zu explodieren. Oh nee. Heiler. Ist nicht da reingelaufen, ehrlich? Das Viech. Jetzt bist du da reingelaufen, ehrlich? Ja, geh auf die Raider los. Was? Läuft das Schwert jeden Gegner jetzt? Geil. Da kann man irgendwo rein, dass man da reingehen. Oh nee. Da sind wieder so Fleischsäcke. Da sind ja super Mutanten, ne? Hatten die was Brauchbares dabei? Ja, das gehört alles mehr. Radioaktive Drüse, was? Ich wollte schon sagen, er kam schon irgendwo hoch. Dann snipe ich euch alle von oben ab. Wie ein echter Sniper. Ran. Bob. Komm ich aber nicht. Da wird sich wahrscheinlich nicht mal lohnen, aber als überhaupt. Wohl Kaliber 50. Aber auf jeden Fall keine Zeitverschwendung. So, 28 Minuten haben wir. So, wenn wir hier cool. Einen Schnitt machen. Die Tor ist gerade jetzt überhaupt tot. Wäre jetzt sehr gut. Das ist auch später Minerei. Ja, ist da so ein Sack? So ein Leichensack? Oh Gott. Oh Gott. Kann ich hier so laufen, ohne dass ich runterrutsche oder so? Ja. Ja, hi, Schrotpatrone im Buch. Bunsenbrenner. Seesack, okay. Ja gut, weiß ich nicht. Ich werde schon was finden, was wir machen können. Im nächsten Part von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.